Guten Tag und herzlich willkommen zurück in Part 22 von Super Mario Odyssey hier am Kaninchenkrater. Und endlich sehen wir, was hier drin ist. Erste Etage. Und geiler Scheiß, ich werde schon wieder angeschrieben. Aber ich glaube, das hat man sowieso nicht gehört, also was spreche ich überhaupt an? Ja. Die, Kaninchen sind hier drin. Wer hätte es gedacht? Du hast also wirklich die Hochzeit verhindert. Aber mich kannst du nicht aufhalten. Du kannst keinen von uns aufhalten. Von Sprudels. Dann mal los. Ich will sehen, wie du auf die Nase fällst. Der Einzige, der auf die Nase fällt, mein Freund, das bist du. So, 1, 2, 3. Ganz einfach hier. Und... ach stimmt, hier ist ja dieser... Gravitation so komisch. Ich glaube, die können wir sogar zu unserem Vorteil nutzen, indem wir immer mit diesem Wirbelsprung rumspielen. Oh shit. Oh. Das ist ungünstig, weil ich glaube, wir haben tatsächlich nur eine bestimmte Anzahl an Leben. Also ich glaube, ist klar, dass wir nur eine bestimmte Anzahl haben. Aber ich meine jetzt, dass wir die nirgendwo regenerieren können hier im Tower. Ich glaube, es ist so ein Boss-Run, wo wir nicht die Leben einfach so nochmal neu kriegen. Und vor allem dürfen wir nicht vor dem Stehen. Ah, genau das passiert dann nämlich. Ah, ich gehe doch nicht hier jetzt echt noch down, oder? Ich glaube, wir machen mal lieber die Hüte hier weg. Oh. Hier können wir ihm jetzt aber richtig was abziehen. Oh, ich glaube, das ist sogar auch der Trick bei dem. Stimmt, bei denen gab es ja immer solche Tricks. Werden irgendwann müde und dann kann man ihnen richtig was abziehen an Leben. Naja, falls wir down gehen sollten, nicht so schlimm. Dann wissen wir ja wenigstens, wie es richtig geht beim nächsten Mal. Oh Mann. So. Ja, und wir kriegen es tatsächlich nicht zurück. Shit. Das überspringen wir aber jetzt. Kein Bock aufs Rumgelaber. Was? Nein! Oh Mann! Ich dachte, das dauert länger, bis die explodieren. Shit. Ich glaube, ich bin schon wieder zu nah am Mikro, weswegen das wieder übersteuert. Wollen wir ja nicht. So. Und dieses Mal lasse ich mich nicht so peinlich treffen. Zack. Und damit hier kein Gegentreffer entsteht, punchen wir die schön alle weg, die Hüte. Na gut, nicht alle, aber ein Teil. So, immer schön vorsichtig. Zack. So. Zwei Leben weg. Oh. Und die Hüte können uns gar nichts anhaben. Zack.
Okay, ich glaube, ich warte sogar jetzt, bis der seine komische... So ein Dreck! Das kann ich eigentlich direkt neu machen. Das stört mich schon wieder hier. Dass ich schon wieder so blöd bin. Und einfach... Also hätte der Hut mich jetzt getroffen, wäre es kein Problem gewesen. Aber wie gesagt, eigentlich kann ich das direkt neu machen. Jetzt mache ich es aber auch ziemlich gut gerade. Also mit den Hüten nochmal gegen ihn und dann einen anderen Hut abnehmen, aber... Ja. War jetzt nicht ganz so geil, muss ich sagen. Fliegt noch gegen die Wand. Sehr schön. Aber mal schauen. Vielleicht schaffe ich es ja sogar. Was ich zwar nicht denke, aber... Nicht aufgeben. Komm her mit deinen komischen Bomben. Zack. Jetzt triff sie doch. Mensch. Na gut, ich weiche jetzt einfach einmal aus, damit ich nicht da irgendwie blöd in die Lava reinlaufe. Da habe ich nämlich ebenfalls keine Lust zu. So. Rastet sie jetzt richtig aus oder geht das noch? Ich glaube, das geht sogar noch, oder? Ja, wobei. Legt erstmal so einen Feuerstern. So, wirf deinen Scheiß. Gehe ich nach hier. Oh, was? Nicht getroffen? Oh nein. Ach yo, damit kann man sie gar nicht bekommen, ne? Man muss die Großen nehmen. Hallo? Mario? Ach komm. So, egal, jetzt haben wir sie. Zack. Wäre ich jetzt noch gestorben. Aber ich frage mich auch, wer mich da eben angeschrieben hat. Sollte vielleicht bei der Aufnahme alle... Programme auf die linke Seite packen, damit ich parallel so nachschauen kann. Naja, egal. Jetzt sowieso erstmal Aufnahme und dann sollte ich eigentlich auch alles stumm schalten. So. Wer kommt jetzt? Der Dicke? Ja, der Dicke. Oh nee, da war der Ätzende, glaube ich. Ätzend im wahrsten Sinne des Wortes. Ist aber auch ein wenig easy. Mach mal hier frei, Mario. Ja. Bisschen easy ist er schon. Man muss halt nur wissen, was man machen muss.
muss ich halt hier möglichst viel Platz frei machen, bevor der seinen Speiangriff da macht. Oh mein Gott, was? Zack. Ne, passt mal auf, hinterher mache ich es echt noch mit einem Leben. So. Oder ich fall dann noch runter. Das wäre auch mega. Shit. So, und jetzt der Lange. Was hat der nochmal gemacht? Alter, was zum Teufel? Oh, was? Ja gut, das war natürlich jetzt dumm von mir. Ich dachte, er ist genauso blöd wie die anderen. Und macht seine Attacke halt dahin, wo man das letzte Mal stand. Aber nee, der achtet auch so ein bisschen darauf, wo man hinläuft. Ja gut, ist natürlich jetzt ein bisschen peinlich gewesen. Problem ist auch, ich weiß nicht mehr so genau, wie der Typ funktioniert. Was auch ein kleines Problem ist. So. So können wir es natürlich auch machen. Und dann haben wir ihn auch. So. Nur bei der dritten Stage muss man halt extrem vorsichtig sein. Ja, der dürfte jetzt auch vorbei haben. Ja, hat er auch. So. Okay, ich glaube dreimal angreifen. Nein, nein, auch nicht. Da läuft er einem dann natürlich extrem lange hinterher, ne? Ist klar. Okay, ich glaube, jetzt ist es kurz. Ich glaube, bei der dritten Stage warte ich einfach so lange, bis ihm die Hüte ausgehen. Bis ihm die Power ausgeht. Boah, ist das peinlich, ey. So einen ganzen Part an diesen scheiß Kaninchenkrater sitzen. Eigentlich könnte ich jetzt auch schon wieder direkt neu starten. Wie eigentlich schon eben, wo ich direkt dachte, okay, das wird nichts mehr. So. Jetzt zu dir. Das wird dieses Mal garantiert nichts. Muss da aber auch genau sein, Mensch. Habe ich doch gesagt, wird dieses Mal auf jeden Fall nix. Vor allem, wenn man so blöd ist. Oh Mann, ey. So, komm. Jetzt reiße ich mich mal ein bisschen zusammen und dann geht der Mist hier auch. So, der ist ja noch easy. Den können wir direkt schnell wegmachen.
dem rennen wir auch noch davon am besten. Halt einmal, damit wir ihn dann bisschen nerven können. So, hier einmal ausweichen. Ganz easy. Damit wir hier die Hüte vernünftig wegmachen können. Alles klar. Schön. Oh, da hätte er mich aber auch fast bekommen, ne? So, hier nochmal wegspringen. Und jetzt zum letzten Mal. Ist eigentlich easy. Weiß gar nicht, warum ich da so oft gefailt habe. Ah, Mann, ey. Man muss einfach nur manchmal ein bisschen nachdenken. So, komm. Mach jetzt da. Schon wieder fast 17 Minuten aufgenommen. Wird man auf jeden Fall nicht verrückt bei hier. Bei diesem Mist. Oh Mann. Hinterher muss ich das halt echt noch in zwei Parts aufteilen, ne? Vor allem, wenn ich jetzt nochmal failen sollte. Aber ich glaube, dann würde ich sogar komplett neu drehen. Auch wenn man dann denken könnte, okay. So ein bisschen cheaten, einfach so, ah, first tried. Nach dem Motto. Aber ich glaube, es ist auch nicht so spannend, jemandem dabei zuzuschauen, wie er die ganze Zeit failt. So. Zack. Aber nochmal failen wird garantiert nicht passieren. Zack. Und weg mit dir. Hä, wirft da nicht eigentlich Cappy? Ach so, und dann so, ne? Ja. Klar. So, jetzt der Dicke. Komm her. Achso, stimmt. Erstmal hier dieses Ding weg. Dieses Zeug weg. Dann knallen wir ihm einen auf den Kopf. Beide eigentlich auch easy. Och, komm schon. Easy ist, wollte ich sagen. Aber der ist wirklich easy. Oh. Was?
Kann man auch so abwehren. Ja, das ist cool. Also, dann ist er auf jeden Fall extrem einfach, weil man kann einfach in der Mitte auf ihn warten und dann ihm direkt nochmal einen mitgeben. Ich bin mir aber gerade unsicher. Bekommt man hinterher nochmal ein Herz? Also, ich glaube sogar ein großes Herz bekommt man. So, die eine Münze nehmen wir noch mit. Okay. So, und jetzt der Lange. Was war nochmal seine Taktik? Dieser komische Quatsch mit den Kreissägen ist klar. Oder muss man einfach nur treffen? Ja gut, einfach nur ist auch wieder gut, ne? Hallo? Jetzt triff ihn doch! Ah ne, einfach nur treffen ist auf jeden Fall nicht. Ah! Man muss ihm seinen Hut abnehmen und dann... Alles klar. Aber ich glaube, jetzt wird's ein bisschen assi. Aber auch noch ein bisschen. Alles klar. Oh nein. Okay, wir haben ihn. Zack. Der ist halt auch noch relativ schwierig, aber die anderen gehen echt voll. Vor allem der blaue. Der ist extrem easy. Wobei, nee, der grüne war es, glaube ich. Egal, der dicke, ihr wisst, wen ich meine. Okay. So, jetzt möge man meinen... Wir haben alle besiegt. Das war's mit dem Kaninchenkrater. Aber nein, nein, nein. Noch war's das nicht. Und wir bekommen sogar nur ein Herz. Aber ich glaube, das reicht mir sogar. Wobei es hier hinten noch weitergeht. Ah, Toad. War ganz gemütlich und federleicht unterwegs, bis es mich irgendwie hierher verschlagen hat. Weißt du was, auf dem Weg habe ich doch tatsächlich einen Mond gefunden. Der ist für dich, mein forschender Freund. Ach cool. Kapitän Toad auf der finsteren Seite. Ach so, stimmt, den konnte man überall finden, ne? Wüsste ja schon gerne, was sich da oben befindet. Wir werden es jetzt herausfinden. Nichts? Nicht ganz. Wir sehen einen altbekannten Roboter wieder. Der blaue. Er war doch blau. Okay. Und es gibt sogar jetzt schon... Ach was! Warum haben wir denn... jetzt doch drei Herzen. Ach so, wir müssen ihn angreifen, ne? Stimmt. Zack. Einer weg.
Noch 3 verbleiben. Und zack. Ich glaube sogar, die, man ist instant down, wenn man unter dem Roboter liegt. Aber ich weiß es nicht genau. Oh, was? Okay. Er hat einen Powerstern aktiviert. Hallo, hörst du jetzt mal auf? So, keine Kunst. Zack. Wie ich den Roboter easier hinbekomme als die Kaninchen. Schon ein bisschen arm. Zack. Aber hätte ich hier auch nur ein Leben gehabt, dann sehe das, glaube ich, schon wieder ein bisschen anders aus. Naja, egal. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Ich muss noch schauen. Ah ja, das Feuerwerk. Ganz cool. Ich muss noch schauen, ob ich das vielleicht ein bisschen runterkürze. Mit den Fights, weil sich das anzuschauen ist echt nicht spannend. Mal schauen, ob ich dazu Bock habe. Ankunft am Kaninchenkrater. Was heißt hier Ankunft? Wir haben gerade die ganze Kaninchenbande weggeknallt. Oh, wir haben jetzt sogar das King-Kostüm. Ah, das ist cool. Die Odyssee benötigt noch 243 Powermonde. Auf in ein anderes Land. Ja. Aber wofür? 239 waren es jetzt, glaube ich. 239 Powermonde. Haben wir jetzt noch nicht alles? Nein. Tatsächlich nicht. Und was noch fehlt? Das seht ihr an dem nächsten Part. Vielen Dank wieder fürs Zusehen, fürs Dabeisein, fürs Liken, fürs Kommentieren, was auch immer ihr gemacht habt. Bis zum nächsten Mal und ciao. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to roll?